Hey Leute, ich bin's Phil und heute gibt's mal wieder ein weiteres Battle gegen den Dustin. Hallo. Und heute haben wir natürlich mal wieder ein besonderes Haus am Start. Wie man stark erkennen kann, ist es heute mal ein Nutella-Haus. Dustins Haus ist gleich aufgebaut, da vorne. Und die Aufgabe natürlich mal wieder für heute ist es, einfach mit Fallen, die wir hier auch haben zum Teil, das Haus so sicher wie nur möglich einzurichten. Und am Ende verstecken wir dann den Aktenkoffer. Wer den als erstes findet, hat gewonnen. Und diesmal haben wir von der neuen Mod nur ein Item am Start, und zwar den Ghost Block. Es haben ein paar letztes Mal in die Kommentare geschrieben, ja, man hat jetzt irgendwie zu viele Möglichkeiten, es könnte theoretisch alles sein, falls ihr die letzten paar Folgen gesehen habt. Deswegen heute nur den Ghost Block. Das ist einfach ein Block, in dem man ja durchlaufen kann und der sich halt einfach an die Farbe anpasst. Also alles kann man damit quasi machen. Den nehmen wir heute mit und ich würde sagen, Dustin, bist du ready? Ich bin ready, ich flieg mal rüber und dann können wir auch direkt anfangen. Auch schon mal zu Anfang, falls ihr mehr von diesen Battles hier sehen wollt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und jetzt mache ich erstmal eine Tür außen hin. So, dass er erstmal eine Schlüsselkarte braucht, um überhaupt ins Haus reinzukommen. Die stelle ich mal auf 1 und die erste Schlüsselkarte verstecke ich irgendwo. So, Dustin, weißt du schon, was du vorhast in dieser Folge oder noch nicht? Nee, das passiert meist spontan. Okay, bei mir auch. So, ich werde auf jeden Fall ein bisschen was mit dem Ghostblock machen, aber natürlich auch mit den anderen Items. Es haben sich halt ein paar gewünscht, dass wir diese wieder mehr dran nehmen. Ich mache auf jeden Fall beides, nur es ist halt manchmal echt schwierig, was kann man da alles zum Teil noch dazu machen. So habe ich das jetzt hier mal gebaut. Okay, das passt schon mal ganz gut. So, wo ist es genau? Dann mache ich hier mal so eine ganz kleine Wand dahin. Und hier verstecke ich dann die erste Schlüsselkarte. So, Level 1. Und dann geht er wieder hier raus. Das den hört mich übrigens gerade nicht. So, ganz normal. Also da muss er sich dann quasi umbringen. Da kann ich eigentlich, also brauche ich kein Schild hinschreiben. Das denke ich mal, weiß er. Und dann hier wieder zurück. Und mit dieser Level 1 Schlüsselkarte kommt er dann ins Haus rein. Ich zeige euch ganz kurz, wie das aufgebaut ist von innen. Also eigentlich nicht viel. Dahinter ist die Schlüsselkarte. Hier oben ist auch nichts gebaut. Deswegen werde ich hier auf jeden Fall viele Fallen oder Verstecke reinbauen. Das Haus ist jetzt soweit fertig gebaut und zwar sieht es so erstmal von außen aus. Ganz normal, hier braucht man die Level 1 Schlüsselkarte, um reinzukommen. Das habe ich euch jetzt schon gezeigt am Anfang, dazu muss er hochspringen. Und da geht er dann einfach rein, holt sich die Schlüsselkarte. Ich weiß nicht, warum hier weiße Wolle ist. Das muss ich hier kurz anpassen. Also hier geht er dann quasi rein. Genau, jetzt sieht es nochmal ein bisschen besser aus. Klappt auch alles ganz gut. Und dann hat er die erste Schlüsselkarte. Dann geht er hier ins Haus rein. Und hier ist erstmal nichts zu finden. Und hier sind ganz viele elektrische Eisenzäune. Also da bekommt er schon gut Damage, hoffe ich mal. Hier kann er überall durch. Hier lang und hier hinten ist dann ein Wasserloch. Da kann er runtergehen mit der Kiste. Ganz einfach mit der zweiten Schlüsselkarte. Dahinter ist aber nochmal ein Versteck. Und zwar zwischen dieser Lücke. Da ist eine Schalker-Kiste. Die kann man ein bisschen schlechter als eine normale Kiste sehen. Und da ist der Code 9876. Und hier hinter geht er wahrscheinlich auch nochmal lang, aber da findet man eine Truhe mit gar nichts drin. So wie in allen anderen Truhen, in manchen Löchern ist auch falsches Wasser drin, also da stirbt er dann direkt. Hier ist nichts drin, da vorne zum Beispiel, das ist jetzt richtiges Wasser, da ist auch nichts drin. Aber so ist es auf jeden Fall aufgebaut. Hier ist zum Beispiel auch eine leere Kiste. Das war es dann auch zu diesem Raum. Also wenn er die zweite Schlüsselkarte hat und hoffentlich nicht den Code, kann er dann hier hochgehen. So in die zweite Tür. Und hier ist dann erstmal ganz viel gebaut worden. Eigentlich nur aus Türen. Und da oben haben wir nämlich ein Loch. Und da kann er dann einfach von hier unten die Schlüsselkarte holen, wenn er halt eben den Code hat. 9876 muss er hier eingeben. Und da ist die dritte drin. Und dann eben hoffe ich nicht, dass er hier den Bug noch kennt oder den benutzt, um hier hochzukommen. Da ist nämlich gleich die vierte Schlüsselkarte drin. Also ich habe heute mal so alles auf eine Karte gesetzt. Falls er halt die zweite Schlüsselkarte direkt findet und dann den Code dazu, dann kann er halt eben direkt hier hoch die dritte holen. Aber ich hoffe halt mal eben nicht direkt die vierte Schlüsselkarte, die da vorne ist. Aber ich bin mal gespannt. Jetzt kann ich nochmal ganz kurz in den Gemmo 3 gehen, zurückfliegen. So ist das Haus aufgebaut. Und dann kann er hier mit der dritten Schlüsselkarte rein. Hier direkt dann in die vierte, mit der vierten dadurch. Und dann hat er den Aktenkoffer gefunden. Also ich bin echt mal gespannt, was das denn diesmal gebaut hat. Ich hoffe, es gefällt euch. Und mal schauen, wer dann im Battle gewinnen wird. Wir sind jetzt beide ready. Ich stehe vor Dustins Haus, er vor meinem.
Und wir können gleich mal das Battle beginnen. Dann lass uns Let's anfangen, go. Phil. Hier ist schon mal eine Schlüsselkarte. Ich brauche direkt auch eine Passwort Schlüsselkarte. Gesichert. Okay. So, aber ich gucke auch erstmal. Da habe ich die erste Schlüsselkarte gefunden, mein Freund. Ach, so schnell? So schnell. Ach du Gott, ey. Hätte ich mir doch mal was Besseres einfallen lassen können. Ja, aber das kann natürlich auch manchmal Glück sein. 911 ist ein Code. Ich weiß nicht, ob der für die Truhe da außen ist. Hier draußen ist auf jeden Fall schon mal was gebaut. Hier ist nichts drin. Moment, was ist, wenn ich das jetzt mache? Ich bin in so einem Wasserbecken. Muss ich mich da jetzt töten? Weil da komme ich nicht mehr raus. Ja, musst du. Okay. Slash kill. Wiederbeleben. Also ich habe jetzt noch nichts gefunden, was mir weiterhelfen könnte. Oh je. Also ich habe einmal so Holzblöcke gefunden und einmal hier so ein Eisengestell mit Das hast du auch übrigens dran, ne? Das ist auch hinter deinem Haus. Ach so, okay. Ja, dann hat es damit nichts zu tun. Dann brauche ich trotzdem den ersten. Also bei mir musst du draußen hinterm Haus reinkommen. Das ist ein guter Tipp gewesen. Auf jeden Fall. Und bei mir, also du bist ja bei diesem Redstone-Haus. Ja, ich bin innen drin. Raum, ja genau. Und der Redstone führt dich zum Ziel, sagen wir es mal so. Alter. Okay. Das ist eigentlich auch ein guter Tipp. Vielleicht hier irgendwas. Okay, hinterm Haus muss ich reinkommen. Halt. Hier fehlt halt ein Redstone. Das darf ich nicht abbauen oder so, ne? Oh, ich bin... Ah, nice. Ich hab Level 1. Darf ich das eine abbauen? Abbauen nicht. Abbauen nicht. Okay. Du hast die Level 1er Keycard. Ja, ich muss Slash Kill Glob machen. So, okay. Da komme ich rein. Hier komme ich noch nicht rein. Ich probiere mal was aus. Also abbauen oder so. Oh, was habe ich denn hier... Nein, ich bin irgendwo runtergeflogen. Zum ersten Mal durch so eine Falle. Und ich habe meine Schlüsselkarte da drin verloren. Wie gesagt, das Redstone führt dich zum Ziel, Phil. Mehr Tipps kann ich nicht geben, weil es eigentlich schon... Ah, oh, Alter. Was, das ist halt richtig gut gemacht. Darauf kommt man halt nicht. Ich hab sie. Hast du? Ja, ich hab sie. Oh, ich bin schon wieder in so einem Fake-Loch. Oh mein Gott, ey, die Kisten sind alle leer in den... Oh, so. Die Kisten sind alle jetzt leer, sagst du? Jetzt stehe ich natürlich wieder unterm Druck. Scheiße, ja, ich auch. Jetzt sterbe ich an den Elektro. Kann ich hier durch? Ah, das geht. So. Also es sehen halt, die Häuser sehen mal wieder komplett unterschiedlich aus. Ja, das stimmt. Und hier sind okay, so viele Kisten. Ich hab das richtige Loch gefunden. Oh, ich hab... Boah, nein, ich war die ganze Zeit im Game Mode 0, ne? 1. Ich bin jetzt wieder im Game Mode 0. Ich habe einmal die Schlüsselkarte im Raum verloren, als ich da drin gestorben bin. Deswegen musste ich natürlich wieder in den Raum reinfliegen, um die zu bekommen. Aber ich habe die dritte Schlüsselkarte, ihr habt es gesehen, da hinten gefunden. Ich habe jetzt so oder so nicht gecheatet, keine Blöcke oder so abgebaut, bin nicht geflogen. Also gut, die dritte habe ich jetzt schon mal. Ich habe auch jetzt mittlerweile die zweite gefunden. Was echt? Mich nur verwirrt ist, dass hier halt so ein unsichtbarer Raum, also... An der Kiste vorbei geht halt so der Raum noch weiter zu einer Kiste, die leer ist. Okay. Und das verwirrt mich so ein bisschen. Das verwirrt dich. Hier ist die... Ja. Aber ich denke einfach mal... Ich hab den Aktenkoffer. Nein, schon nice. So schnell. So, das, dann kannst du ja nochmal weitersuchen. Ja. Okay, dahinter ist auf jeden Fall... Hinter der Kiste ist, fehlt auf jeden Fall noch ein Block. Ach so, okay. Vielleicht ist da was, vielleicht auch nicht. Da geht er erstmal wieder nach oben. Da ist eine Schalkerbox mit einem Code. 9, oh, 8, den hast 7, du gesehen. So, okay, dann kann ich eigentlich Slash Kill machen, weil bis ich das Wasser hochgeschwommen bin, dauert einfach Ewigkeiten. Ja. Level 2er Keycard, okay. Für draußen brauche ich auf jeden Fall die Level 3er Keycard. Das ist schon mal... Hier kommt der Weiter. Jetzt muss ich kurz regenerieren. Hier wieder die, die Türen. Okay, ich gehe erstmal bis ganz zum Schluss. Und ich kann alles gut anschauen, was da das denn macht. Das ist echt sehr schön. Okay, mich verwirrt halt, dass die Decke so um eins tiefer gemacht ist. Deswegen denke ich einfach mal, irgendwo ist hier noch was versteckt, wo ich mich eventuell durch den... Oh, okay. Oh, da ist was. 9876, perfekt, Level 3er Keycard. So, bedeutet, ich kann jetzt ganz entspannt runter und wahrscheinlich draußen die Truhe öffnen. So, ist egal, ob ich jetzt sterbe Ach, oder nicht. Ach so, ja, ne, geht ein bisschen schneller. So, so das denn. Oh nein. Da fehlt dir wohl eine, ne? So wie stark er aussieht. Ja, das hat gut geklappt. Nein. Sehr schön. Ja, das denn? Okay, also denke ich mal, muss ich nochmal rein. Wo vermutest du es? Dann gebe ich dir nochmal einen kleinen Tipp. Wo vermutest du es am ehesten? Vermute oben.
Sie ist oben, kann ich das sagen, ja. Kurz vor dem Ziel war. Geht's denn hier noch weiter? Bestimmt nicht. Oh, oh, oh. Oh, 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 ja, du siehst halt alles. Ja, ich sehe alles, das stimmt. Das war echt ein guter Trick. So, okay, aber da oben ist halt auch nichts mehr, meiner Meinung nach. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, was ein Trick. Oh, da habe ich halt nie war nicht gedacht, schlecht, oder? Ja, nie. Ist nee. Das krass. Ins Häuschen. Vielleicht gibt es da noch eine fünfte Schlüsselkarte. Nein, zum Glück nicht. Nice. So, endlich auch mal den Aktenkoffer gefunden und es regnet natürlich ja. Wieder. Das war's mal wieder zu diesem Battle hier. Falls ihr mehr Bock auf sowas habt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr könnt auch gerne noch bei dem Dustin vorbeischauen. Alles unten verlinkt, sowie Instagram, Snapchat. Könnt ihr uns gerne mal folgen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Haut rein und ciao. Tschö.